wie schon gesagt, fällt es ja immer mehr Leuten auch in Zeiten der großen Koalition schwer, die CDU und die SPD voneinander abzugrenzen. Und es ist ja auch immer der Vorwurf, dass man ja wählen kann, was man will und sich ja sowieso nichts ändert. Deswegen fände ich es jetzt ganz interessant, wenn du bezogen auf die Flüchtlingspolitik vielleicht mal so ein paar Unterschiede zwischen CDU bzw. Union und SPD auf der einen Seite und AfD auf der anderen Seite verdeutlichen würdest. Also erstens kann ich diesen generellen Punkt, dass man im Endeffekt die Kontur nicht mehr so ganz ablesen kann, den kann ich nachvollziehen. Weil das geht auch oftmals so ein Stück weit dann so in der allgemeinen Kommunikationslandschaft um. Was die Flüchtlingsthematik anbelangt, also CDU und Abgrenzung, SPD und AfD, kann ich am besten an ein paar Beispielen deutlich machen. Aber vielleicht eins grundsätzlich vorweggestellt. Es gibt einen schönen Grundsatz, nach dem sehe ich die Thematik, aber ich glaube, die kann man auch gleichbedeutend mit der gesamten Partei sehen. Unser Herz ist groß, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Also es mag keine Obergrenze im Allgemeinen geben für den einen oder anderen, aber es gibt eine faktische Belastungsgrenze. Also moralisch gibt es keine Obergrenze, aber es gibt eine faktische Belastungsgrenze. So, jetzt zu den einzelnen Punkten. Ich nehme beispielsweise das Thema sichere Herkunftsländer. Sichere Herkunftsländer ist für uns ein ganz entscheidender Punkt, um beispielsweise diejenigen, die gegenwärtig nicht um Leib und Leben bedroht sind, wieder in die jeweiligen Herkunftsländer abschieben zu können. Das haben wir beispielsweise im Balkan geschafft, wo wir mehrheitlich eben Wirtschaftsflüchtlinge hatten, die hierher gekommen sind. Jetzt zum Thema Ausweitung von solchen sicheren Herkunftsländern, Thema Afrika beispielsweise, Nordafrika, Maghreb-Raum. Ein ganz schwieriger Diskussionspunkt mit der SPD auch gewesen, weil beispielsweise im Bundesrat ist mitunter das Thema Maghreb-Raum, sicheres Herkunftsland, noch deswegen nicht abgestimmt worden, weil es beispielsweise Rheinland-Pfalz, rot-grüne Regierung, entsprechend hier nicht positionieren konnte. Also ein klarer Abgrenzungspunkt. Wir wollen den sicheren Herkunftsbereich ausdehnen auf den Maghreb-Raum. Die SPD, zumindest wenn ich die Lesart nach Bundesrat nehme, wollte das nicht. Die AfD wiederum, glaube ich, jetzt in Abgrenzung zu diesem, hat ein generelles Problem überhaupt mit Flüchtlingen an sich, also mit dem Status Flüchtling an sich, so habe ich das Gefühl. Also die sagen ja so, in der allgemeinen Auslegung habe ich manchmal das Gefühl, so kategorisch auch diejenigen nicht annehmen, die im Leib und Leben bedroht sind. Und da muss ich dann ganz freiweg sagen, bei allem Respekt, das ist dann etwas, da komme ich auch von meinem christlichen Grundwert nicht drüber weg, weil diejenigen, die zweifelsohne um Leib und Leben bedroht sind, denen müssen wir auch eine Perspektive auf Zeit, bis zu dem Zeitpunkt, wo eben im jeweilig betroffenen Land die Situation sich wieder ändert und man sich dort wieder sicher aufhalten kann, müssen wir auch eine sichere Bleibe bieten. Und ich glaube, das ist eine klare Abgrenzung, die man da in dem Zusammenhang vornehmen kann. Ich glaube, dass die Union sich zwischen CDU und CSU vor allem mal einig werden müsse, welche Position sie da überhaupt hat. Wir als SPD stehen zum Asylrecht, das ist gar keine Frage. Wir sind aber auch dafür, dass man natürlich den Ursachen auf den Grund geht. Das heißt, vor allem die sicheren Herkunftsstaaten klar definiert. Hier haben wir ja auch gesagt, dass wir gerade mit den Staaten, die in Nordafrika eben als neue sichere Herkunftsstaaten definiert werden sollen, dass wir dazu stehen. Das haben wir im Deutschen Bundestag so beschlossen. Es hängt jetzt nur noch am Bundesrat, dem auch zuzustimmen. Aber wir müssen natürlich auch dafür sorgen und sehen, dass es letztendlich leider viele Menschen gibt, so viele wie noch nie in der Geschichte, die auf der Flucht insgesamt sind. Für uns Sozialdemokraten ist das Thema Flucht natürlich auch ein ursozialdemokratisches. Führende sozialdemokratische Politiker, gerade in der Nachkriegszeit, Willy Brandt, Herbert Wehner, waren Flüchtlinge und die hätte es in der Nachkriegszeit nicht mehr gegeben, wenn sie nicht die Möglichkeit gehabt hätten, auch aus Nazi-Deutschland zu flüchten. Insofern haben wir da eine besondere historische Verantwortung. Aber wir haben natürlich auch eine Verantwortung gegenüber den hier lebenden Menschen und deshalb ist jeder einzeln zu bewerten und auch natürlich ganz klar auf die Ursachen der Flucht einzugehen und diese zu untersuchen. Und alle diejenigen, die tatsächlich vor Krieg, vor Vertreibung geflohen sind, denen sollte man auch legale Fluchtwege ermöglichen nach Europa und nach Deutschland. Und genauso müssen wir denjenigen sagen, die nur aus wirtschaftlichen Gründen möglicherweise zu uns kommen, dass dafür das Asylrecht eben nicht da ist. Deshalb wollen wir als Sozialdemokraten dringend das Einwanderungsgesetz, das fordern wir seit vielen Jahren, das fordert die Wirtschaft im Übrigen auch. Wir sind eine alternde Gesellschaft, wir werden in
15 Jahren viele Millionen weniger Menschen hier in Deutschland haben. Und wir brauchen einfach mehr Facharbeiter. Die bekommen wir aus meiner Sicht aber nicht in erster Linie durch Asyl, sondern die bekommen wir vor allem durch eine wirksame Einwanderungspolitik. Deshalb brauchen wir dringend das Einwanderungsgesetz, sodass wir uns aussuchen können, wer auch nach Deutschland kommt.